zwei Entenretter. Ja, moin moin und herzlich willkommen bei meinem Nachmittag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch sehr. Ganz herzlich willkommen hier. Wie war das? Mäh, habe ich gesagt. Oh, aber es geht nicht nur um Mäh, sondern es geht auch um diesen hier. Genau, um den Kürbis. Der hat ja jetzt wieder Hochsaison. Wir arbeiten heute mit dem Kürbis. Wir machen jetzt natürlich nicht wieder hässliche Halloween-Fratzen draus, sondern wir dekorieren mit dem Kürbis. Zum Beispiel packen wir schöne Herbstblüher oder Beeren dazu. Dann sieht es dekoriert so schön aus. Oder ein paar Kerzen. Und herrlich. Dann haben Sie was Schönes, entweder für drinnen, für den Eingangsbereich oder für den Balkon. Gemütlich ist es. Und falls Ihnen in letzter Zeit auffällt, dass Ihr Hund oder Ihre Katze unheimlich viel trinkt und Sie befürchten, Mensch, da könnte vielleicht eine Krankheit hinterstecken oder vielleicht sogar Diabetes, dann hören Sie genau hin nachher bei unserer Mein-Nachmittag-Tierärztin Dr. Karin Schlotterbeck. Hier haben wir sie, Sie sehen sie auf unserer Facebook-Seite. Das ist nämlich nachher unser Thema. Wenn Hund und Katze zu viel trinken, Sie können auch vorab jetzt schon Fragen hier posten bei uns auf der Facebook-Seite. Und unsere Tierärztin versucht dann nachher, die alle zu beantworten. Ja, die Tiere, die wir jetzt im Herbst hören, sind mit Sicherheit nicht krank, denn sie fliegen putzmunter über uns her, sie zwitschern oder sie schnattern. Es geht um die, die schnattern, die seltensten Entenart in Deutschland, das ist die Moorente. Und die soll gerettet werden und wird gerettet. Die Retter der Moorente jetzt bei uns bei meinem Nachmittag zu Gast. Herzlich willkommen, Florian Brandes, Tierarzt, und Florian Melles, Naturschützer. Moin. Moin. Hallo. Herzlich willkommen, Florian und Florian, die Entenretter. Das macht es uns leicht, ne? Das macht es uns sehr leicht. Warum gerade die Moorente? Es gibt ja einige Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Aber was begeistert Sie so an dieser Moorente, dass Sie sagen, die wollen wir retten und für die setzen wir uns ein? Ja, also das ist auf jeden Fall eine Art, bei der es realistisch ist, dass das funktioniert mit dem Retten. Es ist eine sehr schöne kleine Entenart, besonders wenn die Sonne draufsteht. Und dann ist es immer spannend, mit Arten zusammenzuarbeiten, die man vorher noch nicht so sehr betrachtet hat. Es gibt relativ viel noch rauszufinden über diese Art. Wenn die Sonne draufsteht, weil die so ein schönes rötlich-braunes Gefieder genau, hat. Ja. Passt eigentlich gut zum Kürbis, wenn man es mal so sieht. Also von der Optik her. Schöne Sie Farbe. Den Kürbis bestimmt auch lieben als Dekoration. Als Dekoration. Florian und Florian retten die Moorente, und zwar am Steinhuder Meer. So, ich versuche nicht die ganze Horde aufzuscheuchen. Ja. Die Wildtierstation Sachsenhagen in der Nähe des Steinhuder Meers. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Okay, warte. So, da haben wir die erste. Ja. Wenn wir sie alle so in Ruhe kriegen, das wäre ja wunderbar. Stationsleiter Florian Brandes ist ein geübter Vogelfänger. Beim Fang darf nichts passieren. Die Tiere sind kostbar. Wir haben hier knapp 50 Moorenten in der Voliere noch. Und die fangen wir heute alle ein, weil ein Großteil davon am Steinhuder Meer wieder ausgewildert wird. Das Projekt läuft jetzt seit ein paar Jahren und ist das größt angelegte Ausbildungsprojekt für Moorenten, das es bislang gab. Die Moorente ist halt hier in Niedersachsen seit ungefähr 30 Jahren nicht mehr als Brutvogel aufgetreten, ist in ganz Deutschland extrem stark bedroht. Und wir versuchen hier am Steinhuder Meer in Niedersachsen eine Population wieder heimisch zu machen. Es ist Anfang Mai, die erste Auswilderung der Saison. Jeder Handgriff sitzt, die Vögel bleiben unverletzt. Tierpfleger Jürgen Müller hilft. Teamarbeit im Auftrag des Artenschutzes. Also wir haben in den letzten Jahren jetzt über 300 Moorenten rausgelassen. Und im letzten Jahr hatten wir auch die ersten nachweislichen Erfolge. Wir hatten also drei Moorenten, die draußen gebrütet und Küken aufgezogen haben. Das ist natürlich eine tolle Sache. Das ist dann so die Krönung des Ganzen. Die meisten der Enten wurden hier gezüchtet. Ja, also ich finde es ganz toll, wenn man Tiere, die in Gefangenschaft geboren wurden, wieder in die freie Natur entlassen kann. Das ist eine schöne Sache. Vor allem, wenn es sich dabei um die seltenste Ente Deutschlands handelt. In der angrenzenden Hütte. Hier werden die Vögel für die Auswilderung vorbereitet. Entenforscher Florian Melles ist extra gekommen, um bei der Beringung zu helfen. Er soll die Tiere in den nächsten Monaten ausfindig machen, in freier Natur. Die Ringe sollen dabei helfen. Florian Melles steht unter Druck. Er will beweisen, dass der Bruterfolg vom letzten Jahr kein Einzelfall war. Also Spaß macht es natürlich, morgens hier um 6 Uhr morgens auf der Pirsch zu sein, wenn noch keiner im Gebiet ist, die totale Stille im Naturschutzgebiet und dann sozusagen quasi alleine mit der Ente zu sein. Ne? Also da hinten sitzt jetzt auf jeden Fall schon mal eine Moorente. Eine heißt meist auch zwei oder mehr. Und die sehen auf jeden Fall so aus, als wären sie von diesem Jahr.
sind halt noch nicht so ausgefärbt wie die adulten Tiere. Ob die jetzt hier geschlüpft sind, kann man natürlich nicht sagen. Da die schon Flügge sind, können die überall im Gebiet geschlüpft sein. Aber es sind auf jeden Fall diesjährige Tiere. Sie tragen keinen Ring. Ein Beweis, dass sie nicht in der Voliere geschlüpft sind. Das ist das, was wir wollen für das Projekt, ne? Also ich meine, wir können jedes Jahr Tiere raussetzen, die dann abwandern oder auch einen schönen Lebensabend hier haben. Das ist ja nicht das, wir wollen ja hier nicht irgendwie einen Zoo draußen schaffen, indem wir einfach immer Tiere rausschmeißen, so quasi. Sondern wir wollen ja Nachwuchs, der dann auch natürlich selbst produziert werden muss, so quasi von den. Und ohne Nachwuchs funktioniert es natürlich nicht. Ich meine, Kritiker gibt es genug von so einem Projekt, die sagen, das ist halt Geld, was rausgeschmissen ist, da macht man lieber andere Sachen. Aber damit können wir dann dem Ganzen immer auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ne? Florian Melles hat es geschafft. Er konnte Nachwuchs in der Natur nachweisen. Und das 2 Jahre hintereinander. Niedersachsen könnte wieder Heimat werden. Für die seltenste Ente Deutschlands. 30 Jahre nach dem Aussterben. Ja, die Moorente hat vielleicht wieder eine neue Heimat. Jetzt stecken Sie viel Arbeit rein, viel Geduld und eine Menge Geld steckt da ja auch drin. Wozu brauchen wir denn jetzt die Moorente in Niedersachsen, wenn sie vielleicht schon im Rest der Republik ist? Warum die ganze Mühe? Ja, diese Frage, wozu ist das gut, hört man öfters im Artenschutz. Und das ist natürlich ganz schwierig, so einen Wert von so einer Art wie einer Ente in Zahlen zu fassen. Aber vielleicht mal so einen kleinen Vergleich. Wenn man sich die Natur als Gebäude vorstellt und wir Menschen leben in diesem Gebäude. Und man nimmt jetzt einen Stein nach dem anderen heraus, so wie die Moorente. Dann passiert vielleicht am Anfang nichts, aber irgendwann kann das ganze Gebäude zusammenbrechen. Und so ist das mit dem Ökosystem. Ökosysteme sind nur stabil, wenn die Biodiversität, die Artenvielfalt intakt ist. Und deswegen denken wir auch, die Moorente ist wichtig für das Ökosystem. Und deswegen setzen wir uns für sie ein. Also ein kleiner Baustein. Jetzt das Aussterben der Moorente an sich hat vielleicht jetzt nicht direkt eine Auswirkung, aber es ist schon ein kleiner Baustein. Nicht sofort sichtbar, aber ja. Nach und nach gibt es dann vielleicht doch Probleme. Ja. Und wie weit ist das Aussterben denn jetzt dieser Art? Also wie weit sind sie vom Aussterben bedroht? Ja, also in Niedersachsen ist sie seit Mitte der 80er Jahre ganz ausgestorben. In Deutschland auf einem relativ geringen Niveau, also so 20, 30 Tiere. Das ist auf niedrigem Niveau in den letzten Jahren stabil gewesen. Aber da kann natürlich immer schnell was passieren, dass die Art dann auch ganz ausstirbt. Und der Grund dafür ist? Ja, vor allem Lebensraumveränderungen. Ne? Also Trockenlegen von Feuchtgebieten, das ist so die Hauptursache. Jetzt wildern Sie die Moorente ja gerade am Steinhuder Meer aus. Warum ausgerechnet da? Am Steinhuder Meer ist in den letzten 20 Jahren viel passiert im Naturschutz. Es sind relativ viele Gewässer wieder angelegt worden. Und wir haben auch vor dem Projekt, bevor wir das Projekt gestartet haben, haben wir eine Machbarkeitsstudie gemacht und haben die Gebiete in Niedersachsen uns angeschaut, wo das Sinn machen würde. Und da war das Steinhuder Meer eine Stelle. Da sieht man Sie, wie Sie jetzt gerade die Freiheit entlassen. Das ist bestimmt auch ein ganz schöner Moment für Sie, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist der schönste Moment. Das ist der schönste Moment, ja. So, kann man denn dort jetzt auch Moorenten beobachten gehen oder wollen Sie das eigentlich gar nicht? Weil Sie sagen, das sind scheue Tiere, wir sollen die lieber zufrieden lassen. Doch, man kann eigentlich nur schützen, was man kennt. Das ist so der Spruch. Und deswegen wollen wir durchaus, dass sich die Leute die anschauen. Man kann auf den öffentlichen Wegen im Gebiet. Man muss Geduld haben, aber dort kann man Moorenten durchaus, wenn man ein Fernglas dabei hat, beobachten. Sie rufen ja sogar zur Hilfe auch auf, ne? Und sagen, man kann auch fotografieren und dann sich an Sie wenden. Genau, warum man kann uns helfen, ja. Genau. Ihnen helfen? Man kann uns helfen, die Tiere zu identifizieren. Wir sind natürlich viel selber draußen auch im Gelände. Aber da wir jetzt schon relativ viele Tiere ausgewildert haben, ist es für uns natürlich auch nicht mehr möglich, alle Tiere abzugreifen oder zu sichten draußen. Dann zeigen wir noch mal das Foto der Moorente, damit man noch mal sieht, wie sie aussieht. Falls Ihnen also eine Moorente über den Weg läuft, schnell Fotoapparat oder Smartphone raus, fotografieren. Und wie sonst, so ein kleines Fahndungsfahndungsfoto ist das jetzt, genau. Ne? Im positiven Und dann Sinne. Schicken Sie das Foto einfach an den NABU, dann wird das, glaube ich, schon in die richtigen Wege geleitet. Jetzt kann es ja natürlich passieren, dass jetzt der Winter kommt und man sagt, das sind Zugvögel, dass sie den Norden verlassen. Wo gehen die dann hin? Ja, also was man so aus der Literatur bisher kennt, je nachdem, wo die im Sommer dann sind, ziehen sie nach Afrika, südlich der Sahara, aber auch nach Vorderasien, Kasachstan. Das haben wir bei unseren Tieren jetzt noch nicht so festgestellt. Also wir haben auch durchaus Tiere im Winter da gehabt. Da haben wir noch nicht so ein Zugverhalten einfach gesehen. Ne? Sie haben die ja beringt. Wir gucken uns das nochmal an und haben auch ein paar Ringe mitgebracht, damit man die identifizieren kann. Hier ist also eine ganz besondere Beringung und die Kombination, glaube ich, der gelben Ringe und dieser silbernen Ringe gibt es jetzt nur hier und so können Sie die finden. Ne? Genau, ja. Die gelben Ringe sind vor allem dazu da, dass man sie auch im Gelände dann als lebende Vögel identifizieren kann.
weil man mit dem Fernglas dann auch mal Glück hat und das ablesen kann. Diese Zahl kann man dann fotografieren, sozusagen diese Zahlen, Buchstaben- und Zahlenkombination. Genau. Das heißt, wenn jemand in Afrika im Urlaub so eine beringte Moorente findet, sagt er, hier, guck mal, bis hierhin sind die geflogen. Nochmal ganz kurz, Sie haben ja vorhin von diesem Haus gesprochen, was die Artenvielfalt angeht. Wie sieht es überhaupt bei uns im Norden mit der Artenvielfalt aus? Haben wir eine große Artenvielfalt? Müssen wir uns Sorgen machen? Können wir uns entspannen, weil es solche Menschen gibt wie Sie? Teils, teils. Also es gibt Gebiete zum Beispiel um das Steinöder Meer herum, wo man sehr viele Lebensräume wieder geschaffen hat und Naturschutzgebiete eingerichtet hat, wo auch viele Arten zurückgekommen sind, die lange Zeit nicht da waren. Aber das kann man natürlich nicht auf ganz Norddeutschland und für alle Arten verallgemeinern. Es gibt durchaus Arten, Feldvögel und sowas, die noch rückläufig sind, wo noch viel zu tun ist. Ja. Sie setzen sich erstmal ein für die Moorente, für die gibt es auch viel zu tun. Und wir drücken Ihnen da weiter die Daumen und wünschen Ihnen ganz viel Erfolg. Und wer noch mehr über die Moorente erfahren möchte und über die beiden Floriane, der kann heute Abend NDR Fernsehen einschalten. In Naturnah gibt es die Rückkehr der Moorenten um 18.15 Uhr. So ist es. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, mit Ihnen unser Mein-Nachmittag-Quiz zu spielen. Und hier ist die Quizfrage für Sie. Wo wird die Moorente ausgewildert? A. Am Plauer See, B. am Steinhuder Meer, C. am Plöner See oder D. am Zwischenahner Meer? Wenn Sie es wissen, dann rufen Sie an 01375 95 4000. Wir freuen uns erstmal, wenn Sie am Telefon sind, und wir freuen uns noch mehr, wenn Sie die richtige Antwort haben und dann auch gewinnen. Und das gibt's heute. Und zwar unseren Mein-Nachmittag-Regenschirm. Kann man ganz gut gebrauchen bei dem Wetter, bei dem Schiedwetter. Und natürlich unsere To-Go-Becher, die Schürze und lauter schöne Kleinigkeiten hier von Mein Nachmittag. So ist es. Der Schirm ist sehr wichtig in dieser Zeit. Wir haben es ja schon eben beim Wetter gehört. Schiedwetter naht. Und wenn man den Schirm nicht benutzen will, dann kann man ja auch einfach ins Café gehen und sich Bilder anschauen. Ja. Norddeutsche Kunst. Also man kann sich anschauen, was norddeutsche Künstler auf die Leinwand zaubern. Es gibt nämlich eine Art Galerie, wo man das Ganze mit einem Kaffee verbinden kann. Absolut. Und vielleicht können Sie auch gleich ein bisschen mit der Galeristin plaudern. Die könnte Ihnen bekannt vorkommen. Bunte Farbenpracht, intensive Blicke. Porträts der Malerin Susanne Sawallisch. Was ich versuche, glaube ich, nicht die korrekte Nase hinzukriegen und das korrekte Profil, sondern dass irgendwas in den Augen steckt. Also ich glaube, dass wenn man da hinguckt und irgendwas drin sehen kann, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Ihre Gemälde sind in der Kulturgut-Mietgalerie zu sehen. Besucher können einen Kaffee trinken und wechselnde Ausstellungen ansehen. Die Galerie ist neu. Gegründet hat sie die ehemalige TV-Moderatorin Tine Wittler. Sie bietet hier bisher unbekannten Künstlern einen schönen Raum. Also, ne, wenn man beim Italiener um die Ecke ausschaut, dann hängst du da zwischen dem Gebamsel und dem Foto vom Wirt mit dem letzten Promi und so. Also hier hat man halt so eine Mischform aus einerseits tatsächlich einen Touch von Galerie durch eine gewisse Weite, durch die weißen Wände, dadurch, dass drumherum nicht so viel passiert. Trotzdem ist es aber eben einfach ein lockerer Ort. Susanne Sawallisch malt vor allem Frauen, Friesen zum Beispiel. Die Malerin lebt auf der Nordseeinsel Föhr. Wir leben in dem Ort Oldsum. Da wird die friesische Kultur noch so richtig gelebt mit Festen, Feierlichkeiten. Und unter anderem, selbst bei der Konfirmation von 14-jährigen Mädels, wird diese Tracht angelegt, die schon seit, keine Ahnung, Jahrhunderten oder so, da immer angezogen wird, die ist wunderschön mit Silber behangen und mit so einer Krone und so. Also das hat mich sehr inspiriert, das finde ich ganz toll. Aber Susanne Sawallisch reist auch viel. Die Situation der Frauen weltweit beschäftigt sie. In letzter Zeit hat sie manche ihrer fertigen Bilder noch einmal übergemalt. Das sah so aus. Also vier Frauen, ich sag mal in den 30ern oder so, die da am Strand spazieren gehen, miteinander reden, sich ihre Geschichten erzählen. Und jetzt die Verhüllten. Frauen, die genau dasselbe tun. Noch bis Ende Oktober sind in Hamburg Susanne Sawallischs Bilder in der Galerie Kulturgut zu sehen. Danach stellt jeden Monat ein neuer Künstler aus.
Reinschauen und einen Kaffee trinken lohnt sich. Tja, und wenn Sie nicht nur gerne mal Kunst angucken, sondern vielleicht auch ein Faible haben für antike Möbel, dann sind Sie genau hier am Dienstag bei meinem Nachmittag immer absolut richtig. Denn das ist unser Antikdienstag und da zeigen wir Ihnen ja immer die schönsten Antikspeicher bei uns im Norden. Und heute nehmen wir Sie mit nach Mecklenburg-Vorpommern in eine ganz wunderschöne Ecke, nämlich mitten in den Müritz-Nationalpark. Es geht in den Ort Wokul und da ist der Christoph Mark und der repariert, restauriert und verkauft Antiquitäten. Und angeschlossen ist noch eine Tischlerei aus 1870, also alles richtig antik. Und antike Schätzchen findet man dort, also vom Barock bis zur Art-Deko-Zeit. Und unser Mein-Nachmittag-Reporter Sven Tietzer ist für uns live vor Ort, schaut sich um. Ich bin gespannt, was Sven gefunden hat. Und wenn er was gefunden hat, Sven, wie findest du das, was du gefunden hast? Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich verstehe das schon, aber heute bin ich voll in meinem Element. Es gibt so viele schöne Dinge, ihr seht das ja schon im Hintergrund. Und den Christoph, den habe ich gebeten, mal vorzurollen, standesgemäß. Ihr wisst ja, ich habe ja ein Faible für alte Fahrzeuge. Alles, was knattert und laut ist, finde ich richtig gut. Und so geht das dem Christoph auch. Schönes altes Motorrad, eine EMW. Ne, nicht zu verwechseln mit der BMW. Bayerische Motorwerke, die ist in Eisenach gebaut worden und Christoph, unverkäuflich, ne? Das ist auf jeden Fall, die ist unverkäuflich, das ist Privatbesitz, die soll schön bei mir bleiben. Du, nicht, dass sie jetzt umfällt, steht die richtig auf dem Brett da? Das wäre jetzt noch ein Fiasko. Na, das kriegen wir schon hin. In Ordnung. Bleibt in Ordnung, ja, ja. Alles klar. Aber ist nicht ganz ungefähr, also die ist nicht zu verkaufen, aber du hättest ganz, du suchst so ein bisschen nach genau sowas. Naja, ne? Wenn einer bei den Zuschauern da noch irgendwie was im Stall, Schuppen, Scheune zu stehen hat, wäre ich durchaus interessiert. Ja, richtig. Alte Motorräder, Fahrräder sehen wir im Hintergrund. Hier sehen wir viele Zinkwannen, auch alte gusseiserne Fenster hier und auch da drüben. Die sind so ein bisschen wieder, ich gucke da auch ab und zu mal so hier so Kleinanzeigen und so. Ne? Ja. Die sind wahnsinnig teuer geworden. Ne? Ja, mittlerweile stoße ich auf große Beliebtheit. Es wird immer weniger von den guten Stücken. Die Scheunen sind abgerissen, die abgerissen werden sollten. Und somit ist mittlerweile da ein recht großer Mangel. Der Markt ist abgegrast. Aber man, gut, dass deine Scheune noch voll ist. Die machen wir mal auf. Ich mache mal hier die Klappe auf. Das ist im Prinzip nur das Lager. Ja, also man darf dann auch mal reingucken, wenn man hier ist, ne? Ja, natürlich. So, und hier ist uns natürlich, gucken Sie mal, mir ist dieser Klopper hier aufgefallen. Hier haben Sie mal einen Größenvergleich. Gucken Sie mal diesen Schrank an, wie groß der ist. Wo findet man sowas? Was ist das für ein Stück? Das ist ein altes Gaststättenbuffet. Jedenfalls habe ich es aus der Gaststätte gekauft. Gebaut etwa um 1900 im Stil des Danziger Barocks. Mhm. Und jetzt kommt noch ein kleiner Clou. Mach du mal da drüben auf. Innen, im Innenteil, gibt es diese Bilder. Die nennen sich, wie? Ich habe den Begriff vergessen. Das sind Intarsien, schöne Intarsien. Da werden verschiedene Furniere ineinander eingelegt. Also man muss negativ rausschneiden, um anderes positiv wieder einzusetzen. Also nur noch, um das nochmal zu verstehen. Das ist hier nicht irgendwie draufgemalt oder draufgedruckt. Das sind alles hier filigran verschiedene Holzsorten, verschiedene Furniere. Das dauert eine Ewigkeit, bis sowas fertig ist. Richtig. Ne? Also wir haben hier, was man ganz sehr schön sieht, Vogelaugen-Ahorn, Nussbaum ist mit drin, Palisander ist mit drin, Mahagoni, ja, und viele weitere. Achso, warte mal, wir müssen die Stühle mitnehmen. Richtig. Die wollten wir mit in die Werkstatt nehmen. Wahnsinn, kriegt man sowas überhaupt noch verkauft? Die sicherlich, allerdings natürlich nicht in dem Zustand, sondern wenn sie vernünftig fertig gemacht sind. Ne? Ja, das stimmt natürlich. So, wir nutzen den kleinen Gang, den wir haben, um mal zu schauen, wo wir heute sind. Also, Wokul, ein sehr kleiner Ort. Wie viele Einwohner? Ja, wir haben so um die 250 Einwohner. Und du bist hier schon immer, du bist hier groß geworden? Ja, ich bin hier groß geworden, aufgewachsen, von klein auf an. Das hier ist mein Elternhaus. Ja, und hier haben mein Vater bzw. auch mein Großvater die alte Tischlerei betrieben. Also dein Großvater schon, dann dein Vater, jetzt du. Genau, richtig. Genau, alles richtig. In meiner Familienhand. Ja. Und euer Steckenpferd ist eben auch, alte Möbel wieder fit zu machen für den Kunden, für den Markt. Genau, ich habe ja auch Tischler gelernt und somit ist unser Hauptsteckenpferd ja die Möbelrestaurierung. Ja, und da gehen wir jetzt mal in die Tischlerei. Ja, die ist auch schon fast museumsreif. Also ihr nutzt ja wirklich noch schöne alte Maschinen zum Teil, um eure Möbel zu bearbeiten. So, Stühle sind angekommen. Die sind auch tatsächlich gerade in der Mache. Detlef arbeitet hier. Wie weit bist du da? Was machst du da gerade? Können wir mal gucken? Ja, na klar. Also ich arbeite hier gerade einen Rückenteil von dem Stuhl auf. Der wird komplett geschliffen und dann nachher gebeizt und geschellackt.
Wie lange brauchst du für so einen Stuhl, bis der wieder richtig gut aussieht? Ein kompletter Stuhl muss man ungefähr 2 Tage rechnen. Okay, alles klar. Und der wird nachher so für 200 Euro... Das könnte in etwa hinkommen, ja. Richtig. Kommt ungefähr hin. So, es passiert hier in der Werkstatt noch eine ganz schöne Geschichte. Zeigen wir Ihnen. Heute Vormittag waren die 7 Zwerge waren hier so ungefähr. Das ist eine Kindergartengruppe. Die kommt einmal die Woche, immer dienstags. Was hat das damit auf sich? Genau, richtig. Ja, in der etwas dunkleren Jahreszeit, jetzt im Herbst, haben wir den Kindergarten immer hier. Die größte Gruppe, da machen wir hier ein Tischlerprojekt, damit die Kleinen mal sehen, wofür braucht man eine Zange, wofür ein Hammer, wie schlägt man Nagel hinein und so weiter. Ja. Und ja, also dass grundsätzlich denen ein bisschen was beigebracht wird. Die schleifen, die bohren, die sägen, die sind richtig dabei. Richtig, ganz genau. Auch also mit Begeisterung? Natürlich, ja. Ungebremst, also okay. Die sind richtig gut dabei. Das ist ganz gut. Weg vom Computer, weg vom Handy, genau, wenn sie denn schon eins haben, man weiß das natürlich. Ja heute nicht. Und fertig ist der Weihnachtsbaum am Ende. Genau. Guck mal, waren sie richtig stolz, ne? Das fanden sie richtig gut. Genau. Hier können wir uns das Endprodukt angucken. Ich würde mal so sagen, wir sind ja heute weit draußen. In Hamburg, Mönckebergstraße auf dem Weihnachtsmarkt, 50 Euro. Könnte man nehmen. Nein, natürlich nicht. Aber wenn es darum geht, Antiquitäten zu schätzen, dafür haben wir Stefanie Mette-Ernst. Und die war diese Woche für Sie unterwegs in Seevetal bei einem alten Seebären. Antikexpertin Stefanie Mette-Ernst ist heute in Seevetal bei Hamburg zu Gast. Das ist schön, dass wir da sind. Ja, es hat ja nun endlich geklappt. Genau. Wunderbar. Freuen wir uns. Kommt hier rein. Karl-Heinz Schwenzfeger will Stefanie Mette-Ernst ein besonderes Bild aus dem Familienbesitz zeigen. Ja, sehr, sehr schön. Das ist die Peking. Genau. Von den sogenannten P-Linern. Aber dieses Bild des Viermasters ist kein einfaches Ölbild, sondern ein Halbmodell. Die Segel aus echter Seide sind mit der Takelage aus feinen Fäden auf das Bild modelliert. Und interessant finde ich die ganze Geschichte jetzt eben im Zusammenhang damit, dass die Peking jetzt wieder nach Hamburg geholt wird. Und ich aber so den Wert dieses Bildes eigentlich nicht richtig einschätzen kann. Also Sie sagten ja schon, das ist die Peking, die 1911 bei Blum und Voss gebaut wurde. Und zwischen Chile und Hamburg, transportiert hat. Und diese Kapitänsbilder sind meistens eben für den Kapitän zur Erinnerung angefertigt. Karl-Heinz Schwenzfeger war selbst 30 Jahre lang bei der Marine und bildet noch heute Seeleute aus. Wir haben hier auch unten eine Signatur und eine Datierung von 1911. Manchmal war es der Künstler, manchmal war es auch der Kapitän. Ja, es wurde immer auf der rechten oder linken Seite der Kapitän und auf der rechten Seite der Künstler dargestellt. Hier ist es so, dass nicht der Künstler im Vordergrund steht, sondern der Kapitän, für den das Bild gemacht worden ist. Ein besonders schön gearbeitetes Halbmodell des Hamburger Windjammers. Vom Preis her, finde ich, kann man dieses Bild so zwischen 1000 und 1200 als Wert angeben. Ich bin aber überzeugt, dass es auch, wenn man es in eine Auktion geben würde, mehr bringt, weil es eben so eine seltene Arbeit sein kann oder ist. Es kann durchaus sein, dass es dann so 1600, 1800 bringt. Aber Karl-Heinz Schwenzfeger hat noch mehr zu bieten. Hier haben wir einen alten Koffer mit einer kompletten Auswahl an diversen Sammelalben. Besonders interessant in Bezug auf das Bild. Einmal hier Einklebealben mit alten deutschen und europäischen Reedereiflaggen. Bildchen zum Sammeln aus den 30er Jahren. Wunderschön gedruckt. Alte Radierungen vom Hamburger Hafen. Berühmte Ausdruckstänzerinnen für Kulturliebhaber. Und die sind begehrt. Hier bei den tänzerischen
verschiedenen künstlerischen Tänzen, da würde ich einen Preis ansetzen, so um die 80 bis 100, weil das eben sehr, sehr selten ist, von den Künstlern her auch. Und da kann es durchaus sein, dass es dann auch noch höher geht. Karl-Heinz Schwenzfeger hat Jahre seines Seefahrerlebens auf verschiedenen Kontinenten verbracht. Er und Stefanie Mette-Ernst sehen sich noch lange seine Sammlung an. Und wenn Sie auch antike Schätze haben, dann melden Sie sich bei uns. Sie sehen, das kann sich unter Umständen lohnen. So, wir sind wieder auf dem Antikhof Wokul in Wokul. Chef ist Christoph Haag. Das Ganze in Mecklenburg-Vorpommern bei Neustrelitz. Gibt es auch so Dinge, von denen du dich nicht trennen kannst? Die gibt es durchaus. Die befinden sich dann natürlich dementsprechend im Privathaushalt. Ja. Gegebenenfalls muss man mal gucken. Ja, wenn die darfst du nicht aus Versehen dazwischen stehen haben, ne? Das ist richtig, genau. Sonst sind sie schnell verkauft. So, jetzt sind wir im eigentlichen Verkaufsraum, auch mit auf dem Hof gelegen. Und wir gucken uns ja, wir haben uns ja was ganz Besonderes rausgesucht. Kurz, ich gebe Ihnen 3 Sekunden, um zu schätzen, was das hier ist. 21, 22, 23. So, wir lösen auf. Es ist keine Rechenmaschine. Es sind Buchstaben drauf. Was ist das? Ja, das ist eine Schreibmaschine. Gebaut wurde dieses Modell Nummer 4 in diesem Fall von 1924 bis 1935. Mingnon heißt sie. Und das ist eine Einhebel-Schreibmaschine. Also man tippt mit dem einen Buchstaben, mit der linken Hand auf den Buchstaben. Ja. Und mit der rechten Hand bestätigt man. So, und so geht es dann immer weiter. Wer ein bisschen geübt ist, kriegt das ruckzuck hin. Im Prinzip eine Art WhatsApp 1920. Ja, gar nicht übel. Ja, wir wussten damals schon Bescheid, vor 90 Jahren. Gar nicht übel. Was kostet sowas? 220 Euro. Ich glaube, das kann man auch wirklich guten Gewissens nehmen. Hier drüben haben wir ein Stück. Da hast du viel, viel Arbeit reingesteckt. Warum? Ja, also damals hatte es, vor einigen Jahren, hat es ein Familienvati mit seiner Tochter sehr gut gemeint. Vielleicht ein bisschen zu gut. Der hat dieses Möbel zigfach überlackiert. Komplett in Weiß mit allem drum und dran. Wir haben uns dann die Arbeit gemacht, das Ganze wieder vernünftig abzuziehen. Ja, das schöne Auszug, Schreibfläche extra nochmal. Mhm. Wir haben das komplett abgezogen, geschliffen und Schellack poliert. Und was wir jetzt sehen, ist wirklich das Originalfurnier, welches auch wirklich drauf war. Jetzt ist man als Tischler aber auch stolz, wenn man es am Ende wieder so schön mitbekommt. Ja, auf jeden Fall. Oder? Das Schöne in dem Beruf ist, dass man immer ein ordentliches Ergebnis hat. Ne? Ja, in der Tat. Sag mal, wenn du so, funktioniert es noch, in der Zeitung zu lesen, Haushaltsauflösung und hinzukommen? Und findest du da noch was oder wird das immer schwieriger? Auf jeden Fall wird es immer schwieriger. Ja, wie es überall so ist, viel wird weggeschmissen, viel wird weggeworfen, kommt auf den Müll. Und dementsprechend wird die Ware immer seltener, das ist ganz klar. Also das, was wir hier so sehen, ist ja so ein bisschen, sage ich mal, genau das, wo ich nachgucke, wenn ich mal auf so einen Garagenflohmarkt fahre, auf dem Dorf. Ja. Ne? Und dann bin ich immer schon so ein bisschen hibbelig und mein Schritt wird schneller, wenn ich eine Garage sehe und da stehen so tolle alte Töpfe oder hier so eine Kasse. Ja, sowas siehst du ja gar nicht mehr. Geht dir das auch so? Hast du auch, wenn du irgendwo hinfährst, noch so diese, ja, dieses Kribbeln? Ja, diese, ich sag mal, Goldgräberstimmung kommt immer wieder auf. Klar, bei jeder Haushaltsauflösung, bei jeder Scheunenräumung, was weiß ich, ist immer ein Interesse daran, noch was Schönes zu finden, klar. So, und wenn Sie bereit sind, 1 Million Mark auszugeben, nee, so viel brauchen Sie nicht einstecken, 1923 wäre das der Fall gewesen, dann können Sie gerne mal vorbeikommen. Wokul, Antikhof, hier bei dir, ist auch eine schöne Ecke. Und also ich bin fündig geworden, ich werde noch einkaufen, ich verrate aber nicht was. Ja, das war ja vorhin meine Frage. Was hast du gefunden und wie hast du es gefunden? Vor allem hab ich mich gefragt, wie du Wokul gefunden hast, also wie gut es dir da gefallen hat und ob du vielleicht einen Tipp für uns hast, was man da noch machen kann, wenn man schon mal da ist, weil es ist ja eine schöne Gegend. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich verrate es. Wir haben ihn jetzt nicht hier, ne? Ist so ein Drahtkorb, wo du Obst drin sammeln kannst. Den werde ich mitnehmen. Und es ist wirklich eine schöne Ecke. Hier, wir sind ja an der Mecklenburgischen Seenplatte. Richtig. Und hier gleich ums Eck ist auch ein schöner See. Wie heißt der? Das ist der Fahrsee. Ja. Und wenn ich mir jetzt 30 Grad vorstelle und reinspringe, ihr geht da baden, ne? Auf jeden Fall, natürlich. Im Sommer. Aber immer, der hat jetzt auch seinen Flair, so ein bisschen mit Dunst und natürlich, Nebel. Na klar. Gerade in der jetzigen Jahreszeit, wo es besonders ruhig ist, zieht es viele Leute auch in die ruhige Seite. Kommen die Leute Seite extra hier sogar her. Genau, natürlich. Und nicht zu vergessen, Neustrelitz ist auch ums Eck, also immer eine Reise wert. Gut, dass du das jetzt gerade am Ende sagst. Hättest du es am Anfang gesagt, hätten wir dich natürlich auch gerne im Wasser gesehen. Aber nächstes Mal. Ah, vielen Dank, Sven.
Ja, und Sie haben es ja gesehen vorhin, unsere Antikexpertin Stefanie Mette-Ernst, die hat ja heute einen alten Seebären in Seevetal, Niedersachsen besucht und seine wunderbaren antiken Schätzchen geschätzt. Und wenn Sie sagen, Mensch, die Antikexpertin, die könnte doch auch mal bei mir klingeln und bei mir meine antiken Sachen und Erbstücke anschauen, das ist gar kein Problem, melden Sie sich einfach bei uns. So funktioniert das. Antike Schätzchen gibt's auf dem Flohmarkt, beim Antiquitätenhändler und im